Ja, guten Morgen. In dem heutigen Bibelabschnitt werden wir nicht wie üblich den Text vor der Kreuzigung, den Text der Weg zur Kreuzigung oder die Kreuzigung lesen, sondern einen Abschnitt nach der Kreuzigung. Auch wenn heute Karfreitag oder Abendmahl ist und wir an Jesus sterben gedenken, so habe ich mir den Text aus Johannes 21 gewählt, weil ich denke, dass der Text auch heute sehr gut zu Karfreitag und zum Abendmahl passt. Und das Thema heute heißt: Gott liebt Wiederherstellung. Gott liebt Wiederherstellung. Und ich habe eine Geschichte gehört von einem alten Bauern, der sein ganzes Leben lang, sag ich mal, auf dem Land gelebt hat und Landschaft betrieben hat und Kühe gemolken. Und eines Tages sagt sein erwachsener Sohn zu ihm: Vater, komm, ich zeig dir die große Stadt, wo du viele Dinge neu sehen wirst, neu kennenlernen wirst. Gesagt, getan, hat der Sohn den Vater mit in die große Stadt genommen, in ein luxuriöses Hotel, sehr vornehmend, und der Vater steht in der Lobby und bestaunt alles. Aber etwas fasziniert ihn ganz besonders. Es ist so ein ganz kleiner Vorraum und da gehen die Türen auf und zu. Und in diesem kleinen Räumchen drüber sind Zahlen und Lichter. Und er merkt, Leute gehen rein, die Türen schließen sich, die Zahlen und die Lichter tanzen hin und her. Und dann, wenn die Tür sich wieder öffnet, kommen andere Leute heraus. Und währenddessen er das so beobachtet, sieht er dann eine alte Dame, graues Haar, läuft gebückt mit dem Rollator und drückt den Knopf, die zwei Türen öffnen sich, die Dame geht ganz schleppend in diesen Raum hinein, die Türen schließen sich, die Zahlen leuchten hin und her, dann öffnet sich die Tür und es kommt eine wunderschöne, junge, sehr gut aussehende Dame. Und der Vater ist komplett aufgeregt und dreht sich zu seinem Sohn um und sagt: Sohn, hol deine Mutter, wir wollen sie wiederherstellen. Ja, und der Sohn antwortet: Mach ich. Ja, Gott liebt Wiederherstellung. Und ich habe die Predigt in 4 Punkte unterteilt. Und der erste Punkt ist der Stolz. Der zweite Punkt ist der Bruch, der dritte Punkt ist die Reue und der vierte Punkt ist die Wiederherstellung. Und bevor wir den Abschnitt aus Johannes 21 ab Vers 15 lesen, in dem Abschnitt geht es nämlich darum, dass Jesus Petrus fragt, ob er ihn lieb hat. Und wie gesagt, möchte ich vorher erstmal die Vorgeschichte zusammenfassen, die dann zu dieser Geschichte kommt. Und wir wissen, bevor Jesus gekreuzigt worden ist, ja, hat er mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert. Und während er mit denen das Abendmahl feierte, sagte Jesus den Jüngern schon voraus, dass sie ihn alle verlassen werden. Er als Hirte, Jesus meint sich selber, wird geschlagen werden und alle werden ihn verlassen. Und daraufhin antwortete Petrus: Wenn auch alle zu Fall kommen werden, das heißt den Jesus als Sohn Gottes bezeugen, so werde ich nicht fallen und dir zur Seite stehen. Und Jesus sagte zu Petrus: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Wirst du 3-mal leugnen, dass du mich kennst? Und Petrus sagte: Nein, er würde das niemals tun, sondern er würde mit Jesus sterben.
Und als später Jesus von den Römern gefangen genommen wurde, war Petrus auf dem Hof des Palastes. Und dann haben ihn einige Arbeiter erkannt und gefragt, ob er denn mit Jesus abhing oder ob der Jesus nachfolgte. Und Jesus verneinte es dreimal, dass er ihn kennen würde. Und daraufhin krähte der Hahn, so wie Jesus es gesagt hatte. Und Petrus rannte weinerlich oder bitterlich davon. Petrus war so überzeugt, dass er Jesus nicht verleugnen wird. Er war so stolz, so hochmütig, dass er so wie Jesus sein wird. Er wollte auch Jesus gleich sein. Er wollte der perfekte Jünger sein, der alle Herausforderungen annimmt und auch die Aufgaben bewältigen wird. Ich mag Petrus, weil er ist so wie ich. Er hat all die Fehler, die ich aus meinem eigenen Leben so gut kenne. Er überschätzt sich selbst und unterschätzt die Versuchung. Er denkt, er ist engagierter, als er ist. Er glaubt, den Herrn mehr zu lieben, als es tatsächlich ist. Er glaubt, dass er jede Prüfung triumphieren, bestehen kann und findet heraus, dass er es nicht kann. Und wir Christen neigen dazu, dass wir uns gerechter halten, als wir tatsächlich sind. Wir mögen nicht von uns denken, dass wir noch Gottes Gnade verzweifelnd nötig haben. Und ganz gewiss mögen wir nicht die Tatsachen im Auge zu sehen, dass wir gerettet werden müssen von unserem eigenen Ich. Wenn wir unsere Sünden verleugnen, dann versäumen wir es, die erstaunliche Gnade zu suchen, die unsere einzige Hoffnung ist. Der Reichtum der göttlichen Gnade wird immer nur von den Armen gesucht. Die geistliche Heilung durch Gott wird immer nur von denen wertgeschätzt, die anerkennen, dass sie noch immer unter der geistlichen Krankheit der Sünde leiden. Es ist eine Katastrophe, wenn wir am Sonntag Gott für seine Gnade preisen und loben und dann für den Rest der Woche leugnen. Lass uns die Tatsachen ins Auge blicken, dass wir niemals aus der Gnadenbedürftigkeit herauswachsen werden. Ja, wir Christen sind von der Hölle befreit und dürfen eins mit Jesus in Ewigkeit leben. Aber wir leben hier noch auf Erden und wir dürfen noch viel lernen und uns entfalten, bis wir eins in Ewigkeit sind. Dann ist hier der Kampf erst zu Ende. Und in Philipper 3, Verse 12, ab Vers 12 steht: Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin und so weiter. Der Weg, die Gnade zu preisen, die Gott dir jeden Tag so frei schenkt, besteht darin, zuzugeben, wie sehr du sie brauchst. Und der Stolz, den Petrus empfand, führte zu einem unerwarteten Bruch, als er Jesus dreimal verleugnete. Und so kommen wir zu dem zweiten Punkt, der Bruch. Und wenn man in den folgenden Versen liest, dann sieht man, dass Jesus schon mal den Jüngern begegnet ist. Und bevor wir zu dem Abschnitt kommen, den wir gleich lesen werden, begegnete Jesus den Jüngern zum dritten Mal. Und obwohl sich Jesus den Jüngern schon vorher begegnet ist, nach der Auferstehung, ja, kehrten
die Jünger, oder besser gesagt Petrus, zu seiner alten Tätigkeit zurück, bevor sie Jesus nachfolgten. Sie gingen fischen. Aber Jesus hatte einen anderen Plan mit Petrus. Er wollte ihn zum Hirten machen, nicht zum Fischer. Und so möchte ich jetzt die Verse lesen aus Johannes 21 ab Vers 15. Johannes 21 ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Jesus nennt Petrus mit seinem alten Namen, Simon, Sohn des Johannes. Es ist so, ob du was falsch gemacht hast und deine Mutter dich beim vollen Namen nennt. Und was auch ganz spannend ist, er fragt ihn für jede Verleugnung: Hast du mich lieb? Für jedes Mal, wenn er ihn verleugnete, erhält er die Gelegenheit, wiederhergestellt zu werden. Es sollte auch die Frage sein für einen ungehorsamen Gläubigen, dass man wirklich ihm die Frage stellt, ob er Jesus lieb hat. Weil wenn er ungehorsam handelt, erklärt er die Liebe, dass er was anderes liebt als Christus. Aber wir müssen auch hier verstehen, in der griechischen Sprache gibt es verschiedene Arten von Liebe. Aber hier auf diesem Bibeltext sind zwei Arten der Liebe wichtig. Einmal die Liebe Agape, das ist die selbstlose Liebe. Und einmal die Liebe Philia, das ist die freundschaftliche, brüderliche Liebe. Und ich dachte, wieso fragt Jesus bei der ersten Frage, wieso er ihn mehr liebt als diese? Und wahrscheinlich ist es darauf bezogen, weil Petrus beim Abendmahl sagte: Wenn alle an die Anstoß nehmen, werde ich niemals Anstoß nehmen. Jesus fragt bei der ersten Frage: Liebst die Agape-Liebe, also die selbstlose Liebe, du mich mehr als diese? Und Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb, diese freundschaftliche und brüderliche Liebe habe. Eigentlich müssten wir hier Petrus applaudieren. Er hat jetzt verstanden, nicht die große Klappe zu haben, dass er diese selbstlose Liebe zu Jesus hat, sondern er ist eine Stufe niedriger gegangen. Er hat die freundschaftliche, brüderliche Liebe genannt. Aber es heißt auch, dass er sich weigert, die Liebe auf der Ebene anzukennen, die unser Herr gegeben hat. Es ist nicht das, was es sein sollte, aber es ist real. Und obwohl er nicht die gleiche Liebe hat, wie Jesus es gesagt hat, sagt Jesus: Weide meine Lämmer. Und Jesus fragt wieder: Liebst
die Agape-Liebe, die selbstlose Liebe, du mich? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb, die freundschaftliche und brüderliche Liebe habe. Und bei der dritten Frage fragt Jesus, hast du mich lieb? Und diesmal ist die Frage von Jesus die freundschaftliche, brüderliche Liebe. Und beim dritten Mal betont Petrus, du weißt, dass ich dich lieb, wieder diese Philia-Liebe ist, die freundschaftliche und brüderliche Liebe habe. Aber auch beim dritten Mal betont Petrus, dass Jesus allwissend ist. Weil beim Abendmahl, als Jesus ihm gesagt hat, dass er ihn verleugnen wird, hat er ihm widersprochen. Und jetzt hat er es verstanden, dass Jesus alles weiß. Und dieser Bruch in Petrus, im Glauben, führte zu einem Gefühl der Reue. Und wie wir das schon vorher gehört haben, als Petrus dreimal verleugnete, rannte er bitterlich weg von dem Hof. Weil er wusste, dass er das nicht geschafft hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und so kommen wir zum dritten Punkt, die Reue. Und ja, Petrus musste wiederhergestellt werden durch seine Verleugnung. Und es ist spannend, wenn wir die vier Evangelien lesen, in Matthäus, Markus und Lukas wird vom Versagen Petrus erzählt, aber nicht von der Wiederherstellung. Und im Johannesbrief ist es genau umgekehrt. Da wird es nicht von seinem Versagen berichtet, sondern von seiner Wiederherstellung. Und das ist auch das Schöne an den vier Evangelien, dass wir die ganze Geschichte mitbekommen. Aber Jesus hatte zwei Jüngern vorausgesagt, was sie tun. Und es gibt einen Unterschied zwischen Reue und Reue. Wir wissen, dass Judas Jesus verraten hat und es hatte ihn auch gereut. Als er gesehen hat, was sie mit Jesus vorhatten oder was sie mit ihm gemacht haben, reute es Judas. Aber es war eine Reue, die bedauernd war. Dass man etwas getan hat, das peinlich ist, weil es vielleicht aufgedeckt worden ist. Oder dass man bereut, dass man diese Peinlichkeit aufgedeckt worden ist und andere Menschen beeinflusst hat. Aber das ist alles, was Judas reute. Und wenn wir in der Bibel lesen, hat er diese 30 Silberlinge wieder zurückgebracht. Weil er seine Meinung geändert hat. Aber weil er seine Meinung geändert hat, das gefällt Gott nicht. Das reicht nicht aus. Weil Gott kann ein gebrochenes, reumütiges Herz nehmen und Wiederherstellung herbeiführen. Und das ist genau das, was er hier bei Petrus macht. Weil Petrus weinte bitterlich, als er das merkte, dass er dreimal geleugnet hatte. Und das führte zu einer Reue, weil er verstanden hat, dass er gegen Gott gesündigt hat. Es tat ihm leid. Und dieses Leid führt zu einem Zustand, das gebrochen ist. Und dann kann Gott etwas damit arbeiten. Dann kann Gott auch Wiederherstellung herbeiführen. Und das ist, was er bei Petrus getan hat. Die Liebe kommt 7-mal in dieser Geschichte vor. Und vielleicht brauchst du Wiederherstellung. Vielleicht für dein Leben, vielleicht für deine Ehe, für deine Familie, für deinen Lebensunterhalt,
für alles, was auch zerbrochen sein mag. Gebrochenheit, die zu Reue führt, ist eine Gelegenheit zur Wiederherstellung. Und Petrus' aufrichtige Reue war der erste Schritt auf dem Weg zur Wiederherstellung. Denn sie ermöglichte es ihm, seine Fehler anzuerkennen und sich erneut auf Jesus auszurichten. Und so kommen wir zum vierten Punkt, die Wiederherstellung. Und wir kennen alle, es gibt Menschen, die können von alten Sachen, sag ich mal, das wieder reparieren oder das, sag ich mal, schön machen. Ne? Wenn man ein altes Holz nimmt und es vielleicht einem Schreiner gibt, der fängt es an zu schleifen und vielleicht zu streichen und stellt das wieder, sag ich mal, wieder her. Aber bei Gott ist das komplett anders. Da ist die Wiederherstellung eine andere Bedeutung. Gott stellt nicht nur den ursprünglichen Zustand her, nein, Gott macht das viel besser. Gott macht das viel schöner. Ja, er nimmt das Zerbrochene und es muss in einem Prozess behandelt werden, damit der Endzustand besser ist als der ursprüngliche. Und das ist die biblische Wiederherstellung und Gott tut dies die ganze Zeit. Und wir sehen das in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Die meisten Dinge werfen wir im Allgemeinen weg, ne? Die kaputt sind. Wir werfen die Dinge weg, weil sie sich verschlechtern, weil wir festgestellt haben, dass sie vielleicht keinen Wert mehr haben, aber nicht bei Gott. Gott liebt kaputte und gebrochene Menschen, weil Gott kaputte Dinge und gebrochene Menschen nehmen und diese Dinge reparieren wird und macht sie ganz und gewinnt sie zu seiner Ehre zurück. Damit diese Dinge und diese Menschen gemäß seinen großen Absichten für ihr Leben leben können. Gott liebt Zerbrochenheit. Wir werfen zerbrochene Dinge weg. Gott holt und rettet zerbrochene Dinge zurück. Und als David die Sünde mit Bathseba wegen des Ehebruchs eingegangen ist und vom Propheten Nathan konfrontiert wurde, kann man vieles über David sagen. Ja. Er hatte seine Momente. Er hatte seine Siege, er hatte seine Niederlagen, er hatte seine Erfolgsgeschichten, seine Misserfolge. Und trotz der Geschichte mit Bathseba sagt Gott, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Er war kein perfekter Mann. Aber als er die Sünde mit Bathseba gemacht hat, bereute er es. Und er wollte zu Gott zurückkehren. Er wollte nach der Sünde wieder zu Gott zurückkehren. Und David schrieb einen ganzen Psalm über dieses Erlebnis. In Psalm 41. Das war seine Antwort auf seine Reue gegenüber Gott. Und im Psalm 51 erzählt er von diesem gebrochenen Zustand und wie sehr ihn Gott aufgenommen hat. 51, 19 steht: Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Gott liebt ein gebrochenes Herz und einen zerknirschten Geist. Denn dann kann er die Person nehmen und sie heilen und sie zurückgewinnen und sie für sich formen. Und tatsächlich spricht David auch im Psalm, in den Versen 11 und 12,
Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Gott ist der Gott der Wiederherstellung. Und das ist das Thema heute. Und warum stellte Jesus bei der dritten Frage oder die Liebe Philio, also die freundschaftliche, brüderliche Liebe, und nicht vorher die Agape? Ich denke, Jesus ist auf die Ebene von Petrus gekommen. Er war bereit, ihn dort zu treffen, wo er gerade stand. Und er beugt sich zu Petrus herab und sagt: Petrus, Simon, liebst du mich wenigstens wie einen Freund oder einen Bruder? Und für Petrus war das etwas verwunderlich, auch unangenehm, dass er nur eine Antwort geben konnte: Ja, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich wie einen Freund, wie einen Bruder liebe. Jesus geht auf unser Niveau herab. Und das ist Christentum. Weil alle anderen Weltreligionen lehren eins: Versuch mehr, sei besser, bleib stark. Aber Jesus geht auf unser Niveau herab. Er geht auf die menschliche Ebene herunter, um uns aufzunehmen und uns zu erziehen. Er hat sich auf die menschliche Ebene herabgelassen. Er hat unser Fleisch aufgenommen. Er hat unseren Schmerz erlebt. Er ist an unserem Kreuz gestorben. Er hat unser Leben ohne Sünde gelebt, um das perfekte Opfer, unser sündiges Leben zu sein. Bringt uns zu Gott. Das ist Wiederherstellung. Gott hat das getan, weil er uns liebt. Jesus beugt sich zu uns in den dunkelsten Orten unserer Gebrochenheit, um uns aufzurichten. Und ich weiß nicht, was du gerade durchmachst oder wo deine Beziehung mit Gott steht, aber ich kann dir sagen, er wird dich verfolgen, weil er dich liebt. Und er wird sich zu uns herabgehen. Er ist auf diese Erde gekommen, um für unsere Sünde zu sterben. Um uns am dunkelsten Ort unter Zerbrochenheit zu treffen. Um uns zu heilen, um uns zu vergeben, um uns wiederherzustellen. Warum glaubst du, dass Jesus Petrus dreimal diese Frage stellt? Er wollte nicht Petrus ärgern. Er wollte ihn wiederherstellen. Er gab ihm dreimal die Möglichkeit, wiederherzustellen, wo er ihn verleugnet hatte. Und in Römer 5, 20 heißt es: Aber wo die Sünde groß war, war die Gnade umso größer. Und Jesus stellte Petrus wieder her. Aber er hat auch gesagt: Dir ist viel vergeben, aber es gibt noch viel zu tun. Und wenn wir den nachfolgenden Abschnitt lesen, sehen wir, dass Petrus der Erste war, der die evangelische Botschaft weitergegeben hat, und es haben sich 3000 Menschen bekehrt. Weil Gott gebrochene Menschen nimmt, die ausrangiert wurden, er uns gesund macht
und uns wieder zu seinem Ziel zurückgewinnt. Zu seiner Ehre. Der Herr ist mein Hirte und der Herr will dich nicht auf der grünen Weide liegen lassen. Er stellt wieder her. Und Petrus hat 2 Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und in 1. Petrus Kapitel 5 sagt er: Und der Gott aller Gnade hat dich zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus gerufen. Nachdem du eine Weile gelitten hast, wird er dich selbst wiederherstellen und dich stark und fest machen und sei ihm treu. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Und unser Gottesdienst ist hier dazu bestimmt, oder die Gemeinschaft mit den Christen ist dazu bestimmt, unsere Verwirrung darüber, was im Leben wirklich wichtig ist, wieder aufzulösen. Und Paul David Tripp hat das ganz gut geschrieben. Hier geht es darum, dass wir alle verstehen müssen, im Diesseits ist es uns für uns schwer, das in unserem Herzen als wichtig zu bewahren, was Gott als wichtig erklärt hat. Für uns werden manche Dinge weit bedeutender, als sie in Wahrheit sind, und fangen unsere Gedanken, Motive, Wünsche, Entscheidungen und die Neigung, unser Herzen zu beherrschen. Als Menschen, die wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurden, leben wir nicht nach Instinkten. Nein, wir sind Werte, Ziel, Zweck und bedeutungsorientierte Wesen. Wir sind immer auf der Suche nach irgendetwas. Wir verfolgen immer irgendeine Vision, ein Wunsch oder einen Traum. Wir alle bezeichnen die alltäglichen Dinge als wichtig. Und wenn wir das tun, arbeiten wir daran, diese Dinge in unserem Leben zu haben. Man könnte erörtern, dass alles, was wir tun und sagen, unser Versuch ist, aus den Situationen, Beziehungen und Örtlichkeiten das herauszuholen, was für uns wichtig ist. Und diese Sache ist eine gewaltige geistliche Schlacht, die auf dem Schlachtfeld deines Herzens ausgetragen wird. Also, was auch immer dir wichtig ist und dein Herz regiert, prägt auch deine Worte und dein Verhalten. Tatsache ist, dass wir alle den Blick für das verlieren, was wichtig ist. In einer Diskussion Recht zu behalten, wird für uns wichtig. Ein schönes Haus wird für uns bedeutender, als es wirklich ist. Die nächste Beförderung zu erreichen, ist wichtig. Ein komfortables und vorhersehbares Leben zu haben, nimmt einen zu hohen Stellenwert. Beliebt zu sein bei anderen Leuten wird für uns wichtiger, als in Gottes Gunst zu stehen. Körperliche Schönheit und Vergnügen werden für unsere Herzen bedeutsam. Ein schickes Auto, ein perfektes Steak, gute Kleidung oder das letzte Müsli aus der Packung erreichen für uns Werte, die ihre wahre Bedeutung weit überschreiten. Wir alle müssen wieder daran erinnert werden, was Gott zu den wichtigsten Dingen des Lebens erklärt hat. So hat auch Gott mit seiner Gnade bestimmt, dass wir als Gemeinde uns regelmäßig treffen, um uns daran zu erinnern, wofür es sich Leben lohnt. Gottes Kraft erinnert uns an seine Herrlichkeit und Gnade. Es erinnert uns an die Tiefe unserer geistlichen Bedürfnisse. Es erinnert uns an die Ewigkeit, die kommen wird. Es erinnert uns an die Errettung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn er uns an diese Dinge erinnert, klärt er wieder einmal unsere Werteverwirrung.
bringt unsere umherirrenden und oft wankelmütigen Herzen zurecht und weist uns auf den einen hin, der zu Recht unsere Treue befiehlt und uns in seiner Gnade alles Wichtige gibt, das wir jemals brauchen werden. Es ist wie die Geschichte am Anfang. Wir wollen das alte Leben in den Aufzug reinstecken und was Neues und Besseres erhalten. Wir wollen gerne die Abkürzung gehen. Vollendet auf der Erde leben und dann noch zur Belohnung das in Ewigkeit. Aber so funktioniert es nicht. Beim Aufzug geht es darum, dass Gott dich bearbeitet. Und er bearbeitet dich in jedem Stockwerk. Und es kann auch vielleicht sein, dass er irgendwann mal stecken bleibt. Aber Gott will dich dabei formen und wiederherstellen. Und er formt dich so lange, bis du zu der letzten Etage erreicht hast und er fertig ist mit dir und du mit ihm in Ewigkeit lebst. Und der biblische Glaube lebt an der Schnittstelle von schockierender Ehrlichkeit und herrlicher Hoffnung. Es ist ein Aufruf, Christus zu lieben. Es ist ein Aufruf zum Opfer für Christus. Es ist ein Aufruf, Christus nachzufolgen, egal was passiert. Liebe, Opferbereitschaft und Gehorsam. Und wir haben schon vorher, der Bruno hat vorher die Geschichte gelesen. Erlösung war nicht billig. Sie war auch für Jesus nicht einfach. Sie hat Jesus alles gekostet. Aber ein Leben, das wirklich dem Herrn geweiht ist, wird durch die Liebe zu Christus bestimmt, durch Opfer für Christus gekennzeichnet und durch die Zufriedenheit mit der Nachfolge Christi. Gott liebt Wiederherstellung. Amen. Ich möchte euch noch bitten, aufzustehen.